deine Zielgruppe? Hast du die irgendwie genau definiert? Hast du einen Avatar erstellt oder? Ja, ich habe bei Hochzeiten ein sehr genaues Profil erstellt. Mhm. Und das ist auch so ein Thema, ne? Jetzt sagt man, boah, Marketing wieder das Thema, ja, du musst dir eine genaue Zielgruppe erstellen. Ich finde aber, du musst erstmal auf ein bestimmtes Niveau kommen, dass du das darfst. Weil wenn ich überlege, am Anfang habe ich jede Hochzeit angenommen. War mir doch egal. Ich musste irgendwie Geld reinbekommen, damit ich auch irgendwie mein Equipment und meinen Lebensunterhalt irgendwie zahlen konnte. Mhm. Ja? Das heißt, da habe ich halt auch russische, türkische, iranische Hochzeiten, deutsche Hochzeiten und so weiter gemacht. Hauptsache, ich habe halt irgendwie, blöd gesagt, Umsatz erzeugt und mir einen Namen gemacht. Mhm. Ja, deswegen auch von mir ein Tipp, so am Anfang direkt die Zielgruppe zu definieren und zu allen Aufträgen dann Nein zu sagen, ist vielleicht auch nicht der richtige Weg, meiner Ansicht nach. Ja, das stimmt. Nur so, oh, ja, keine Ahnung, die Braut ist jetzt, ich weiß nicht, ne, hat irgendwas, was dir nicht in deine Zielgruppe passt, hat Kinder zum Beispiel oder so, will ich nicht, das ist auch Quatsch. So, aber ja, ich habe mittlerweile meine Zielgruppen im Hochzeitsbereich sehr stark definiert, da ich nur noch solche Hochzeiten machen will, da ich es mir erlauben kann, so blöd wie es klingt. Da ich mir da einen Namen gemacht habe in der Szene, ich bekomme teilweise wieder Anfragen schon oder habe schon Hochzeit für 2020, wenn man sich das so überlegt. Ja, das hätte ich mir vor 3 Jahren niemals denken können, dass ich in 2 Jahre vorher schon gebucht werde. Und meine Zielgruppe ist da zum Beispiel, ich suche mir Brautpaare im Alter von 25 bis 35. Vor allem würde ich jetzt auch behaupten, die sind Deutsch- oder Englischsprachraum. Und sie finden Reden toll. weil es gibt viele Hochzeiten, da gibt es einfach keine Reden. Ja. Das ist für mich so ein Knackpunkt, dass sie Reden halten, mhm. Dass es sehr emotionale Hochzeiten sind, dass es Brautpaare sind, die einfach cool drauf sind auch. Also ich weiß gar nicht, wie man das genau definieren kann, aber im Endeffekt, dass sie mit mir auf einer Wellenlänge sind, weil dass ich weiß, wenn ich auf die Hochzeit gehe, oh, das wird so geil heute und was auch immer. Ich bin auch, so blöd wie es klingt, in dem gerne auf, ich sag's jetzt mal einfach, Schnösel-Hochzeiten. Ja, das heißt luxuriöse Hochzeiten und anspruchsvolle Hochzeiten in dem Sinne, da das einfach für mich und mein Storytelling besser passt. Ja, wenn mich jetzt ein Brautpaar anfragen würde für eine türkische Hochzeit, wo 200, 300 Leute kommen oder so, würde ich direkt ablehnen. Einfach aus dem Grund, ich bin nicht der Richtige dafür. Mein Stil passt überhaupt nicht dafür. Und das ist auch gut so, denn ich muss ja nicht jede Hochzeit abhaken können. Aber dass ich halt, da ist doch besser, wenn das auch vielleicht ein türkischer Videograf macht, der genau das sein Ding ist. Das stimmt, und ja. Ich mache auch keine russischen Hochzeiten mehr. Es ist mir zu viel Spiel, Spaß, Party, obwohl ich selbst Russe bin. Ja? Aber ich mache es nicht mehr. Es passt nicht zu mir. Findet meine Verwandtschaft übrigens extrem komisch. Und das ist halt immer mehr, wo man sich das dann auch rausnimmt, so blöd wie es klingt, das immer stärker zu definieren. Und das findet man auch mal marketingtechnisch raus, indem man halt auch fragt, hey, was für Bräuche und Sitten habt denn ihr oder Tradition? Daran kann man meistens ganz gut feststellen, welche Hochzeit, welche Art von Hochzeit es wird. Aber vor allem dann, wenn man halt auch erstmal alle Hochzeiten durchgemacht hat. Ich kann halt wissen, ob ich eine türkische Hochzeit mag oder nicht, wenn ich es noch nie gemacht habe. Ja, und das ist halt auch so ein Ding. Und ich denke, das ist dasselbe im kommerziellen Bereich. Dass es da einfach Aufträge geben wird, die ich dann auch ablehne, weil ich sage, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich Musikvideos mag. So blöd, wie es klingt. Ich habe zu wenig Musikvideos gefilmt, um bestimmen zu können, ob meine Zielgruppe Musikvideos, also Musiker wären oder nicht. Und das, ja, also Zielgruppe ist ein sehr schwieriges Thema. Ich habe mir das mal komplett so ausformuliert auf einem Blatt und was auch immer. Das waren dann 2 DIN A4 Seiten. Es ist natürlich irgendwo wichtig, aber ich finde, man muss halt sich auch bis dahin erstmal ausprobieren, um zu wissen, was ist das Richtige und was nicht. Ja. Zielgruppe.
finde ich eigentlich, du hast es jetzt so definiert quasi, dass du guckst, wen will ich und wen will ich nicht. Ich hätte jetzt für mich, Zielgruppe ist für mich auch so, wen möchte ich überhaupt ansprechen? Also nicht nur, wen will ich nicht, sondern wie denkt meine Zielgruppe, was will die genau, was haben die für Vorstellungen, wo muss ich die erreichen? Natürlich, welche Hobbys haben die genau, und so weiter. Genau, das ist so, dass ich auch weiß, wie die ticken, dass ich auch, weil Brautpaare sind nun mal komischer als andere, sage ich jetzt mal so, lieb formuliert. Und da muss man schon genau wissen, auf was achten die, was ist für die wichtig. Und da ist ja einiges zu beachten. Deswegen, das war jetzt eigentlich so. Aber dass du im Hintergrund, dass du dann schon einen Schritt weiter, wen will ich nicht, macht eigentlich auch Sinn. Wie bereitest du dich denn auf Kundengespräche? Aber ganz kurz nochmal zu dem Thema, wen will ich nicht. Ich sag euch halt, ihr werdet euch kaputt machen, wenn ihr alle wählt. Beziehungsweise die Geschmäcker sind halt sehr unterschiedlich. Und was ich halt dann einfach auch teilweise erlebt habe, ist so, ich habe gemerkt, ich bin nicht der Richtige eigentlich für diese Hochzeit, mache sie aber gerade und habe dann meinen Stil reingeklopft und gemacht und dann gemerkt, klar sind die damit glücklich, aber die hatten halt, also nachdem sie auch ein paar Revisionen durch hatten und danach waren sie glücklich, weil sie sich halt Sachen vorgestellt haben und was auch immer, die ich überhaupt nicht vorstelle. Beispiel: Ich musste einmal auf einer Hochzeit das Essen filmen. Ich habe das Essen nie reingemacht in ein Hochzeitsvideo und es war so eine iranische Hochzeit. Und ich sagte, ja, uns ist das Essen sehr wichtig. Ich so, was? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, ja, habe ich es dann für die reingemacht und so weiter. Aber das ist etwas, was ich gar nicht in meinen Hochzeitsvideos zeigen will. Und das ist etwas, was ja mich irgendwie repräsentiert. Ja. Damit ich eben genau solche Brautpaare dann wieder bekomme, die sagen, okay, wir wollen ja eigentlich ihn oder seinen Stil auch von ihm. Du, alles, was du halt ausstrahlst von dir, bekommst auch in etwa zurück. So, aber zu dem Thema. Ja. Ehrlich, eigentlich hätte er da 30 Minuten Making-of vom Essen, glaube ich, gemacht, aus der Küche, wie wird's gereicht, wie wird's gegessen. Und die haben dir das nicht mal im Vorgespräch gesagt. Ja, das ist geil. Na, das ist das, was ich meine mit Brautpaaren, sind komisch und anders und das ist genau das, was ich meine, ja. Da kann ich so viel Geschichten erzählen, aber... Kundengespräche. Hast du da irgend so einen Plan, was du jetzt sagen würdest, da, so bereite ich mich genau auf Kundengespräche vor? Ja, das heißt, ich habe Skripte mir aufgeschrieben und die habe ich eben von Verkaufstrainings. Das heißt, natürlich, es geht in etwa vor, schon nach einem Schema vor, würde ich jetzt behaupten, dass ich erstmal eine Bedarfsanalyse mache, was der Kunde denn überhaupt möchte und dass ich auch eine gewisse Zahl im Kopf habe, als auch eine Grenze, wo ich sage, ab dem Preis würde ich es nicht mehr machen. Mhm. Wenn er das aber ab dem Preis und höher macht, dann auf jeden Fall. Und Verkaufsgespräche gehen halt schon natürlich dadurch, dass du dich so versuchst, ein bisschen kennenzulernen, du machst einen Smalltalk, du machst die Bedarfsanalyse und dann versuchst du, also was ich immer versuche ist, ich frage, wie lange geht der Dreh? Wo wird das Ganze veröffentlicht? Habt ihr spezielle Wünsche, wie, keine Ahnung, dass da noch eine Drohnenaufnahme rein muss oder so oder irgendeine Animation? Und die letzte Frage, was ist euer Budget? Weil das Budget ist halt so, wenn du jetzt ansetzt und du sagst zum Beispiel 2.000 Euro, aber die hatten im Budget eigentlich Kopf drin 5.000 Euro, hast du verloren. Hm. Wenn die jetzt aber dann natürlich die erste Zahl nennen und so und genauso umgedreht, wenn sie sagen, ja, wir haben ein Budget von 500 Euro, dann sagst du halt, brauchst fast gar nicht mehr weiter diskutieren, weil du halt sagst, nee, für 500 Euro komme ich nicht, bei mir fängt es ab 1.500 an oder so, dann ist vielleicht auch das Gespräch schon vorzeitig beendet, vielleicht auch zum Guten. Je nachdem. Wenn du sie, das ist natürlich auch so eine Sache. Nur deswegen dann das Gespräch zu beenden, ist jetzt vielleicht auch nicht das Richtige, aber da gibt es halt wieder auch Verkaufstechniken. Einwandbehandlung gibt es. Es gibt die geistige Brandstiftung. Ja, das sind alles Sachen, die ich jetzt, sag ich mal, aus Videotrainings oder aus Weiterbildungen von Dirk Kräuter gelernt habe. Und da habe ich schon den einen oder anderen Kunden tatsächlich dann dazu überzeugt, auch mehr Geld in die Hand zu nehmen. Am Ende waren sie nämlich immer extrem glücklich darüber. Das heißt, weil man sich oft so sagt oder fragt, so, ah, muss ich ihm das jetzt andrehen oder was auch immer? Und ja, ich finde schon, und das habe ich aus einer Sache gelernt, ich habe Freunde gehabt, die haben sich einen extrem billigen Fotografen geholt. Und ich fühle mich, so blöd wie es klingt, bis heute schuldig, dass sie sich das gemacht haben. Weil ich habe sie nicht dazu überzeugt, beziehungsweise ich habe es denen nicht verkauft, dass sie sich einen besseren Fotografen hätten holen sollen. Und die haben halt bis heute diese Bilder. Und das sieht man auch. Ich kann jedes einzelne Bild durchgehen und genau sagen, was falsch ist und was nicht. Und was ist jetzt schlimmer? Weil die sich an diesem Tag
ja, blöd gesagt, 1000 Euro gespart haben oder so. Aber in 5 Jahren denken die sich, hey, hätte man die halt für einen gescheiten Fotografen oder was auch immer ausgegeben. Und genauso ist es auch mit Kunden, die, wo ich dann höre, ja, ich habe schon Image-Trailer, aber der ist irgendwie nicht so toll, den weiß ich nicht, ne? Und danach sagen sie halt so, ja, ich will halt nicht so viel Geld wieder dafür ausgeben. Dann sage ich so, schon wieder nicht oder was? Du hast doch schon einmal wenig gezahlt. Willst du das jetzt nochmal machen und dann wieder doppelt und dreifach zahlen? Weil dann brauchst du wieder einen Videografen, der das ordentlich kann. Dann sagen sie, ja, hast recht. Aber das sind natürlich auch, wie gesagt, Einwandbehandlungen und geistige Brandstiftungen. Also so nennt man das in der Verkaufssprache, dass man das eben anwenden kann. Und wiederum muss man auch sagen, es geht nicht immer. Es gibt einfach auch Brautpaare, die haben das Budget nicht. Und da braucht man nicht drauf zu drängen und die zu zwingen, dass das jetzt unbedingt das Budget wird. Ich denke, das macht auch vieles vielleicht kaputt, weil sie am Ende dann in so vielen anderen Dingen gespart haben oder so. Also ist eine vorsichtige Schiene, muss man eben für sich entscheiden. Cool. Ja, sehr ausführlich. Und ich hoffe, das klappt. Wir hatten vorhin im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass du nächstes Jahr gerne zu Dirk Kräuter gehen möchtest, zur Verkaufsoffensive. Ich würde da gerne mitkommen. Und den Termin schreibe ich mir raus, nehme mir da frei. Und das ist eigentlich das, wo ich eigentlich auch noch hingehen möchte. Wo ich mich jetzt persönlich extrem drauf freue, ist Gedankentanken jetzt. Da gehe ich jetzt hin. Und da wo ist das? In Köln, in der Lanxess Arena. Die haben wirklich die Halle voll gekriegt mit 20.000 oder 25.000 Leuten. Das ist unfassbar. Und ich stehe total auf Tobias Beck, ist so, wo ich den finde ich total geil. Und der kommt dann dahin, dann sind da verschiedene Laudatio. Und also das ist, da freue ich mich richtig drauf. Und die Kräuter von wegen Thema Verkauf und so. Es ist ja eigentlich, wie gesagt, was er ja auch sagt, man will ja eigentlich nicht verkaufen. Man will es den Leuten verkaufen, was immer so, oh nee, der will mir nur was verkaufen und das ist alles scheiße. Aber das ist eigentlich genau das, was du sagst, ist auch meine Intention. Man muss dem Kunden auch sagen, hör mal zu, wenn du zu viel sparst und nicht das Geld ausgibst, ich muss davon leben, davon mache ich das Ganze professionell. Ich muss davon nicht, ich kriege das Geld ja auch nicht 1:1 aufs, das kann ich ja nicht behalten, ich muss davon was abgeben, ich muss davon Sachen kaufen und was weiß ich, mich weiterbilden. Und dass die Leute das dann auch irgendwo ein bisschen verstehen, was die davon haben eigentlich, wenn die jetzt ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und was die dafür Nutzen von haben. Und das ist das, wo viele sagen, ja, aber wieso weiß der Kunde das nicht, dass er da nutzt? Ja, weil der das nicht weiß, weil der keine Ahnung hat, weil der noch nicht das Video gehabt hat, weil der noch nicht, zum Beispiel bei einer Hochzeit. Er hat nicht den Vergleich. Genau, zum Beispiel, was ich immer so sehe bei Hochzeitspaaren, die wissen nicht, wie wichtig es ist, hinterher ein Video zu haben. Dass jeder Moment nur einmal ist. Dass ich mit einem Foto, ja, ist ein Foto, aber dass ich mit einem Video die ganzen emotionalen Sachen besser einfangen kann und widerspiegeln kann als mit einem Standbild. Also das ist... Aber das sagst du wieder auch so ein Punkt, so, okay, ich kann es besser einfangen und besser widerspiegeln. Und das ist halt so fürs Brautpaar die Frage, was denn genau? Was kannst du besser einfangen? Mhm. Und das ist halt die Sache, die man vielleicht näher erklären müsste oder dem Brautpaar besser erklären müsste. Und das ist halt das, was ich unter Verkaufen verstehe, genau, ja, oder für mich so mitnehme. Mhm. Nicht einfach so denen was anzudrehen, sondern dass sie natürlich im Ende etwas haben, das tatsächlich denen zeigt, oh, er hatte vollkommen recht, ja, das hat uns mehr gebracht. Und das ist halt zum Beispiel, so blöd wie es klingt, anderes Beispiel aus einer Hochzeit, die ich kenne, der Trauzeuge hat eine der krassesten Reden aller Zeiten gehalten. Der Bräutigam hat danach ein Lied gesungen für die Braut. Dann war da noch ein Auftritt von der Tanzgruppe und was auch immer. Und die hatten nur Bilder. Die hatten nur Bilder. Ja, sehr schön. Und das nochmal nachzustellen, ist erstens unmöglich. Zweitens, diesen emotionalen Moment, dass du deiner Frau dieses Lied singst, in diesem Moment, das ist ja... Wenn die das nochmal hört, das wird nie wieder so sein wie an diesem Tag. Weil das war so eine Überraschung, die wusste das nicht. Und dann hat er da einen Song ausgepackt und für die gesungen und alles mögliche. Und es war so krass emotional und es war so gut einfach. Und ich dachte mir nur in dem Moment, scheiße, die haben das nicht auf Video. Und ich habe mich, so blöd wie es klingt, irgendwo verantwortlich gefühlt dafür, dass ich das denen falsch verkauft habe. Oder also gar nicht verkauft habe. Mhm. Weil sie hatten keins. Aber ich hätte das denen vielleicht sagen müssen. So, Leute, ihr braucht eins. Unbedingt. Gerade für solche Momente. Ja, und
das kann dir kein Bild wieder zeigen. Das du, ist siehst genau dich, das, ja. Du siehst dich da beim Singen, aber du hörst dich doch nicht. Ja. Und auch diese ganzen Emotionen, ist ja alles auch, wie die Braut reagiert und wie die Gäste reagieren. Und das ist, fällt ja alles weg. Das ist ja, ja. Ja, aber das ist auch so ein falsches Mindset von uns in Deutschland teilweise. Und dass das Video nur optional gesehen wird. In allen anderen Ländern, komischerweise Amerika und so weiter, ist das Video immer Pflicht. Ja, das ist auch ist krass. Pflicht, ja, da gibt es gar nicht so, ja, was, ja. Nein, kein Videograf. Natürlich kommt der Videograf. Ja. Und das ist, aber so, jetzt können wir darüber rumheulen und uns darüber aufregen. Oder wir passen uns dem Markt an. Und das ist auch etwas, was man lernen sollte. Du kannst dich dafür entscheiden, so, ja, scheiße alles oder was auch immer. Nein, du musst es irgendwie damit umgehen können und das ist etwas, was viele nicht können. Ja, es ist auch schwierig für Kreative, also es ist wirklich extrem schwierig für kreative Menschen, sich zu verkaufen. Weil du konzentrierst, es ist immer, es sind, du kennst es ja wahrscheinlich auch, das sind ja zwei Gehirnsphären eigentlich, wo man mit arbeitet. Einmal das Kreative und einmal dieses Verkaufssachen. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Deswegen sagen die einen, ich bin super kreativ, ich mache dir voll das geile Video, aber verkaufen, das kann ich nicht. Also das ist immer, wo die Leute, ja, die müssen doch sehen, was ich hier kann und was, und oder? Die müssen ja spüren und die das Video ist voll geil aber diese Marge oder dieses Verkaufen selber, das ist halt schwierig und das geht mir genauso. Ich wollte auch nicht verkaufen. Ich wollte nie irgendwie so, weil ich ja weiß, was das für ein geiles Produkt ist, was ich dort mache, wo ich mir denke, das verkauft sich von alleine. Nee, das ist nicht so. Das verkauft sich nicht von alleine, weil die Leute, die wissen nicht, was das für ein geiles Produkt ist und was die da später von haben. Und das ist, ja. Was ich vorhin schon gesagt habe, möchte ich nochmal so kurz, ist ja auch so ein bisschen Spoiler-Werbung hier, das Ganze. Ab 2019 habe ich den Plan, über Videodo dann einen Marktplatz zu eröffnen, wo dann Leute sich dann auch, wo die dann auch beworben werden. Also für Videos, für Hochzeiten, für alle Branchen eigentlich, dass Leute dort Sachen über mich und über meine Kollegen aufgeklärt werden. Was bringt denn das eigentlich? Quasi diese ganze Marketingmarge, das, was wir jetzt gerade hier so besprechen, dass die Leute schon mal wissen, was bringt mir das eigentlich? Und dann genau auf dieser Plattform auch die passenden Leute dort zu finden. In ihrer Branche, in ihrem Bereich, in ihrer Umgebung und in ihrem finanziellen Budgetrahmen, was sie sich da so ungefähr vorstellen. Von Einsteiger bis extrem professionell. Das ist eigentlich das, was ab 2019 so geplant ist. War eigentlich schon dieses Jahr geplant, hatte aber kam dann die DSGVO und dann hat das Ganze zerschmettert. Ja, aber jetzt. Das ist ein sehr riesiges Thema. Ich muss sagen, wir haben jetzt vielleicht so einen kleinen Teil davon besprochen. Von, ja, deswegen gibt es ja diese Seminare, die teilweise tagelang gehen. Genau. Und da wird dann wesentlich mehr darüber aufgeklärt. Dennoch, nur weil man es einmal gehört hat oder weil wir jetzt darüber sprechen, heißt es nicht, dass man das auch direkt so kann. Es ist wirklich, wirklich schwierig, ja. Aber was ich gerne noch so machen möchte, sind auch so Trainings, so Workshops, wie zum Beispiel Verkaufsgespräch finde ich extrem, weil du willst ja nicht verkacken, hast du mal auf Deutsch gesagt, bei diesem Gespräch. Du willst den Leuten das ja auch, du willst sie nicht verarschen, du willst sie nicht über den Tisch ziehen, sondern du willst ihnen das bestmöglich verkaufen. Und es gibt dann zwei Seiten, die wollen so, zum Beispiel beim Preis so wenig wie möglich ausgeben und du willst so viel wie möglich verdienen. Und das sind so, da muss man dann gemeinsam Nenner finden und das dann auch wissen, wie man, nicht jeder, wie ich sagte, zum Beispiel, wenn du kreativer bist, heißt es ja nicht unbedingt, dass du jetzt dass du wunderbar sprechen kannst, dass du rhetorisch wunderbar bewandert bist. Das kann ja auch sein, du bist eine kleine Maus, eine graue Maus und hast aber kreativ voll einen auf dem Zaun und das ist dann halt schwierig, dich dazu zu vermarkten. Ja. Deswegen zum Beispiel, nächstes Thema wäre jetzt YouTube. Du hast angefangen mit deinem YouTube-Kanal und musstest ja wahrscheinlich auch üben, wie präsentiere ich mich vor der Kamera. Ich muss jetzt auch in die Kamera quatschen, das war auch nie mein Plan. Mein Plan war zum Beispiel immer hinter der Kamera zu sein, wo ich dann auch ganz schnell festgestellt habe, ja, aber dann kennt dich keiner. Und dann Thema Nummer 1, auch jetzt Thema Marketing, Vertrauen aufbauen steht über allem. Wenn die Leute dir nicht vertrauen und du die nicht emotional erreichst, dann wollen die nie wieder was von dir hören, geschweige denn irgendwas, dir Geld geben für irgendwas. Und ist der YouTube-Kanal, finde ich, eine sehr coole Basis, wo die Leute überhaupt Vertrauen zu dir aufbauen. Ist das da auch der Grund, warum du damit angefangen hast? Nein. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Sonst hätte ich ja wahrscheinlich erst mit YouTube angefangen und dann hätte ich Hochzeiten gefilmt oder so. Also das ist eines der Mitgründe, weil wenn du dich öffentlich zeigst, dann suggeriert es unterbewusst, also der darf nichts verkacken. Weil wenn er jetzt mein Video verkackt, dann kann ich ihn in der Öffentlichkeit auch bloßstellen. Beziehungsweise wenn er jedes Video verkackt, das wird sich rumsprechen. Dass der das macht oder dass der das überhaupt nicht kann, was er da erzählt und predigt. Ja?
Und das ist, da muss man nämlich extrem vorsichtig sein, weil wenn ich das so machen würde, wenn ich so ein Betrüger wäre, dann würde ich mich nicht öffentlich zeigen. Dann würde ich ja versuchen, mein Gesicht so weit wie es geht zu verstecken. Mhm. Ja, aber das ist nicht, nein, das ist nicht einer der Gründe. Ich weiß gar nicht, wie viele Gründe ich dafür hatte, aber es gab so viele. Irgendwie war es schon immer so unterbewusst, YouTube ist für mich so diese Plattform schlechthin. Ich kann nicht schreiben. Also bloggen ist extrem schlecht. Podcasts gab es für mich irgendwie nie auf dem Schirm, so diese Audioform. Aber Video war schon irgendwie immer so ein Ding. Und für mich war das aber auch nie in die Wiege gelegt. Ich habe mir das auf Biegen und Brechen zum Verzweifeln beigebracht, dass ich tatsächlich in eine Kamera sprechen kann. Ich kann mich noch auch genau erinnern, wie das in den ersten Versuchen war und was auch immer, wie viel Anlauf ich gebraucht habe, um zwei Sätze rauszuhauen und dass die Fehler frei rauskommen. Und dann am Anfang noch auch mit sehr vielen Amps dazwischen und was auch immer. Hauptsache, ich kriege das Video irgendwie hin und auch dann YouTube-Channel mal gelöscht. Ich sage, das ist alles scheiße und wieder fast aufgegeben. Aber die Gründe für mich, warum ich tatsächlich dann angefangen habe, war, so blöd wie es klingt, Gary Vaynerchuk, falls es dir etwas sagt. Der Name sagt mir was, ja. Gary Vaynerchuk ist so ein Entrepreneur aus den Staaten. Ja. Und ich habe den anfangs gefolgt und immer mehr gemerkt, so was der sagt, macht irgendwie stimmt irgendwie. Mhm. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, seine Bücher zu lesen. Mhm. Vor allem das Buch Crush It, was ich bis heute eines der besten Bücher finde, die es gibt auf dem Markt. Ich habe sie auch schon, das Buch schon zwei oder dreimal verschenkt an jemanden und immer wieder empfehle ich es. Und da ging es halt um dieses Thema darum, wie du aus deiner Leidenschaft Geld machen kannst. So, das mag jetzt im ersten Moment so klingen, wieder so ein Guru oder was auch immer. Ja. Aber dieses Buch ist so dermaßen gut, dass es dir einen Step-by-Step-Plan gibt, der praktisch ist und den du anwenden kannst, um das tatsächlich umzusetzen. Und es ist mit extrem viel Arbeit verbunden und das sagt er auch und das finde ich so gut an ihm, dass es nicht so sagt, ja, alles Magic und wenn du nur dran denkst, dann klappt es auch und was auch immer. Nee. Der reißt dir den Arsch auf, so blöd wie es klingt und sagt, hau rein, mach das und so weiter. Und das Lustige ist, ich habe dieses Buch bis heute wahrscheinlich dreimal gelesen, aber erst nach dem dritten Mal habe ich es gemacht. Also dann erst habe ich angefangen tatsächlich meinen Blog und so weiter zu machen und dies und das. Und warum ich dann eben heute vor allem YouTube mache, ist, um grundsätzlich eine Community aufzubauen, mit der ich mich übers Filmemachen unterhalten kann, den ich einen Mehrwert bieten kann, weil ich merke immer mehr und mehr, wie auch dieses Filmethema mehr und mehr kommt und dass immer mehr Leute das lernen wollen. Und das mache ich auch teilweise. Das heißt also, ich gebe teilweise kostenlose Coachings im Endeffekt, dass mich Leute fragen, wie das funktioniert und so weiter. Ich bekomme fast jeden Tag mittlerweile eine Nachricht, welche Kamera man sich kaufen soll oder was auch immer, wie ich das gemacht habe, das und das. Und das macht mir einfach extrem viel Spaß, mein Wissen da zu vermitteln und einfach rauszuhauen und jedem irgendwie helfen zu können. Das ist für mich eines der, wenn nicht sogar der Hauptgrund für mich, warum ich YouTube mache. Dann natürlich auch für mich auch so blöd, wie es klingt, ich fühle mich sogar teilweise heute noch immer so ein bisschen einsam in dieser Filmmacherbranche. Das kannst du bestimmt gut nachvollziehen. Denn es gibt einfach nicht viele von uns in Deutschland in dieser Hinsicht. Und das Krasse ist, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, das sieht jeder so. Ich hatte vorher schon mit Martin Flint schon das Interview und der hatte auch angefangen und hatte auch gesagt, es gibt extrem wenig in Deutschland, die das wirklich machen und die anderen Leuten weiterhelfen der hat das genauso, der fühlte sich auch einsam und der hat dann auch versucht, andere Leute, deswegen ist er zum Beispiel auch nach Berlin gezogen, um dort andere Leute zu finden und so und das ist wirklich... Ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich nach München gezogen bin. Okay. Weil das war auch so, ich weiß noch, wie meine Freunde gesagt haben, aber wenn du nach München gehst, da ist doch die Konkurrenz viel größer. Ich so... Nein, wenn du die als Konkurrenz siehst, dann sind sie größer. Aber sie sind nicht meine Konkurrenz. Ich schließe mich hier mit jedem Filmemacher zusammen. Und dass dann eher was kommt wie, hey, wir brauchen dich für einen Dreh, ist wahrscheinlicher als, hey, ich klaue dir deinen Job. Ja, das ist so, ja. Und es gibt genügend Aufträge. Und es gibt für jeden einen Markt. Und ich kenne Filmemacher, die sind Türken. Denen klaue ich nicht ihre türkischen Hochzeiten.
Ich will die doch gar nicht machen. Ich vermittle die an die. Das ist der Unterschied. Das ist so. Das ist sehr, sehr gutes Mindset. Ja. Das sehe ich genauso. Ja. Aber es ist nicht so. Es ist nicht überall so. Es ist eher teilweise sehr viel Ellenbogen auch hier in dieser Branche. Denn was ich auch gemerkt habe, vor allem nachdem ich YouTube angefangen habe, ist, dass Leute neidisch wurden und so gesagt haben, was macht denn der da so, ne? So öffentliche, gibt der alles preis und so weiter, das passt mir gar nicht und der macht hier noch nimmt mir noch meinen Job weg und so weiter. Es gibt auch die Leute, die dann so voll Ellenbogen sind und dich verdrängen wollen und dir was Schlechtes wollen. Aber das habe ich dann eben gelernt und das ist ja auch etwas, was ich durch meinen YouTube-Channel eben irgendwie erreichen wollte. Ich wollte mehr Filmemacher erreichen, mehr Leute, mit denen ich mich darüber unterhalten kann. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum dieses Interview hier jetzt passiert. Du bist ja auch ein Filmemacher oder Videograf eben. Beides, sorry. Wie gesagt, Definitionsfrage immer, ne? Das wäre auch nie zustande gekommen, wenn ich jetzt meine YouTube-Videos nicht gemacht hätte. Und das ist halt für mich so, hey, ich komme rum, ich connecte mich immer mehr und mehr, ich lerne immer mehr Menschen kennen, die auch in meiner Branche tätig sind und ich finde, es macht super viel Spaß, sich damit eben anderen Leuten auszutauschen. Weil es bringt auch viel mehr und so habe ich, ich habe damals auch genauso, hatte ich den Gedankengang, hör mal zu, es gibt ja extrem viele Leute, die das machen. Dann hatte ich irgendwann mal den Mut und habe dann andere Leute angeschrieben und habe dann gemeint, ey, das sind ja alles gar keine Arschlöcher, sondern die sind ja genauso nett und sind genauso sympathisch, wie ich mir das vorstelle. Und da habt ihr extrem viel, wie gesagt, diese eine Gruppe, diese Facebook-Gruppe, wo ich dich vorhin so eingeladen habe, Videografen suchen und finden, die ist halt im deutschsprachigen Raum Deutschland, Schweiz, Österreich und da sind jetzt knapp 500 Leute drin und die sind alle super lieb und nett und da sind auch, da posten die Kollegen ihre Videos und jeder gibt so Feedback, ey, das hast du gut gemacht, das hast du nicht gut gemacht, aber da ist kein Shitstorm dabei, das ist alles ehrlich, alles nett formuliert und auch wirklich richtig, richtig professionelle, gute Tipps dabei. Ist schwer, dass sowas tatsächlich in Deutschland existiert. Also ich muss es jetzt wirklich auf Deutschland beziehen. Ich weiß nämlich ganz genau, als Beispiel habe ich mal ein Video gepostet von mir, ne? Und ich habe eine Drohne genommen und ich habe die über mich steigen lassen und ich habe eine 360-Grad-Drehung über mich gemacht und habe gesagt, hey Leute, so einfach ist es gar nicht. Wenn ihr mal die Zeit habt, dann versucht es doch mal. Habt es in eine deutsche Gruppe gepostet und habt es in eine amerikanische Gruppe gepostet. Okay. In der amerikanischen, hey, ist auch geil, das versuche ich, hey, hast es cool gemacht und so weiter, ne? Und war eine tolle Interaktion in Deutschland. Sag mal, ist das überhaupt gesetzeskonform und nimm das Video runter, bevor das noch jemand sieht und bla. Und ey, das ist so eine Diskussion entstanden. Ja. Und dann waren da Juristen dabei und auf einmal dies und das. Und ich denke so, Leute, das ist doch, das war ein 30 Sekunden Video. Ja. Weißt du, und in Deutschland ist halt echt viel, dass du so schnell hart kritisiert wirst. In dem Sinne mit, dass die dich runter machen wollen und fertig machen wollen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist gerade in Deutschland so, habe ich das Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl, dass es in anderen Ländern oder anderen Mentalitäten ist. Ja, ich weiß nicht, ob das ist so, glaube ich, die Mentalität einfach, es ist leichter natürlich zu meckern und das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht. Und dann, das hatte ich auch schon erlebt und wenn ich dann einmal nachgefragt habe, okay, du hast jetzt gesagt, das und das ist schlecht, aber was ist denn gut? Und dann, und ich sage, was würdest du denn machen oder was würdest du denn erwarten, was findest du denn gut? Und da kommt meistens nichts, weil sie selber keine Ahnung haben, aber das ist alles schlecht und so. Es gibt nun mal Leute... Vor allem, wir sind im Internet. Ja, das Problem ist, ich hatte gestern noch ein Gespräch gehabt, du bist halt sehr schnell, du bist halt anonym, es kennt dich keine Sau, du musst halt nicht, wenn du nicht gerade eine eigene Website hast, deine eigene Adresse draufschreiben, wo du wohnst und wie man dich erreichen kann und deswegen ist es natürlich dann dreimal leichter, mit dem Handy gerade eben Shitstorm zu starten, ohne dass du da dir Gedanken machst, was da hinterher rauskommt, aber ich finde auch, man sollte sich das nicht so ernst nehmen, was da Leute, es gab mal, ich habe mal ein cooles Video gesehen. Ich habe mir das super ernst genommen. Ja, das muss man aber versuchen, ich habe auch, meine Frau war auch der Erste, ja, wo ich gesagt habe, Schatz, ich möchte jetzt gerne anfangen mit dem YouTube-Kanal. Sagt sie, oh, lass das sein, du kriegst eh nur, du bist ja zu sensibel, die machen dich alle fertig und was hast du dann? Und wo ich dann gesagt habe, ja, aber man muss ja auch damit umgehen können mit diesem ganzen negativen Kram. Und ich hatte vor kurzem ein geiles Video gesehen, der hatte gezeigt, wenn du erfolgreich sein möchtest mit dem, was du machst,
dann hast du immer Hater dabei. Aber du hast zur gleichen Position, er hat da so einen Bogen aufgezeichnet, du hast einmal Follower, die sagen, ich liebe deine Arbeit, wenn du was postest, voll geil. Und das habe ich mit diesem Podcast auch schon, wo ich ganz viele Leute, ich kriege Nachrichten, da geht mir das Herz auf, wo die sagen, ey, voll geiler Podcast, hat mich mega inspiriert und ich höre jede Folge und voll geil. Und cool. Das motiviert mich. Auf der anderen Seite habe ich, ja, das ist alles scheiße, das ist viel zu lang und lass es langweilig und das sind alles nur bescheuerte Leute. Und wo ich sage, na, du hast zu gleichen Teilen. Und wo ich mir denke, das eine versuche ich auszublenden, ist natürlich schwierig, gebe ich ganz offen zu, aber das andere, das pusht mich umso mehr, wo ich sage, das ist genau das Richtige, was ich mache. Und das ist dir wahrscheinlich genauso. Du wirst ja auch Videos hochgeladen haben, jetzt mit dieser Drohne. Ich stelle mir das allein schon vor und diese Videoaufnahme finde ich, glaube ich, voll geil, wenn du die Drohne selber um dich herum und... Die war nicht schön oder so. War nicht das schön. Es war keine schöne. Es ging ja nur darum, diese 360-Grad-Drehung zu machen. Das ist voll geil. Die ja, ich weiß, was du meinst. Von DJI. Das war auf dem letzten Land. Ich bin ja extra rausgefahren, damit ich ja keinen Straßenverkehr oder so blockiere oder was auch immer. Ja. Und trotzdem. Ja, aber ich meine, ja, das ist ja Quatsch. Wenn du über dich selber rumfliegst, kannst du machen, wie du willst. Das ist ja... Habe ich auch gedacht. Was soll ich hier kaputt machen? Ein Baum? Aber es gibt auch so geile Videos von Hochzeitsleuten, wo dann ein Hochzeitsvideograf mit der Drohne in das Brautpaar reinfliegt, während die sich gerade küssen. Das ist auch voll geil. Das sind natürlich die Videos, die dann viral gehen. Genau. Und das ist auch nicht so gut für uns, weil das ist dann immer so, in Deutschland gerade, wenn du das Wort Drohne aussprichst, dann jedes Mal, ich sag zu meinen Kollegen immer, warte mal, ich lasse jetzt die Drohne steigen und ich wette mit dir, nach spätestens 5 Minuten steht dir irgendeiner und meckert. Und es ist jedes Mal. Und in der Schweiz ist es wieder noch dreimal schlimmer, ganz ehrlich. Und das Ding ist oben und ja, wenn mir das Scheißding auf den Kopf fällt, ich verklag dich. Und wo ich mir dann denke, wenn dir das Scheißding auf den Kopf fällt, dann ist deine Frau glücklich, denn die kriegt 8 Millionen von meiner Versicherung überwiesen und die hat dich nicht mehr an der Backe. Weißt du, das ist immer das, was ich mir dann... Ich sag's natürlich nicht, aber ich denk's mir jedes Mal. Also ja, es ist aber auch, die Leute haben einfach Angst auch davor. Es gibt ja auch so eine schöne Drohnenverein, wo die Leute versuchen, die Leute aufzuklären. Ich habe meine Drohne gekauft, habe die im Garten getestet. Nach einem Tag später klingelt's an der Tür und dann sagt die, ja, es hat sich jemand beschwert, du filmst hier ihr Wohnzimmer. Ich so, hä? Was? Die Leute haben einfach keine Angst und haben einfach keine Ahnung, haben deswegen Angst, ist meiner Meinung nach, was die Drohne angeht. Na, pass auf. Ja, ich stimme dir zu. Aber woran liegt es denn? Es liegt daran, dass die Medien, ja, ich weiß, wir schweifen gerade ein bisschen ab, aber die Medien zeigen ja, ich weiß, es ist auch eine falsche Zahl, aber ich würde es behaupten, 99% der Medien sind eher negativ, ne? Wenn man das so sagen kann, im Fernsehen zumindest oder in gerade so Drohnenthemen. Ne? Die versuchen ja irgendwie eine Sensation, eine geile Sache zu machen. Aber wenn du dir jetzt mal die Daten und Fakten anschaust, wie oft gab es denn schon einen Drohnenunfall oder so? Was ist denn da jetzt so Schlimmes passiert? Nix. Aber wenn mal ein was passiert, dann wird es so krass aufgezogen und in den Medien groß gemacht. Und das ist halt so diese Gedanken, die sich dann in diese Menschen manifestieren und sagen, Drohnen sind schlecht. Das ist ganz aber klar. Das ganz Problem klares ist, Thema. Ein Vorfall, dieser 0,0001%. Das wird ganz groß gemacht, aber die 99,999%, wo positiv sind und nichts passiert oder einfach, dass es geile Drohnenaufnahmen sind, wie sich meine Brautpaare darüber freuen, so, boah, unser Schloss da, voll krass und was auch immer, das wird nicht aufgepauscht. Das Krasse ist ja, Thema Medien, wir sind vom Thema ab, aber trotzdem, ich finde es gerade voll interessant, das Thema Medien ist nämlich zum Beispiel, es verkauft sich alles besser, Bild-Zeitung, egal, es verkauft sich alles besser, wenn du es mit Angst verkaufst, weil das Gehirn sofort abschaltet und nur noch auf diesem Thema Fokus, wie kann ich diese Angst lösen? Und darum verkauft sich alles besser, was mit Thema, wenn du kannst Thema wieder verkaufen, wir sind ja beim Marketing, du kannst etwas verkaufen, indem du eine Emotion sagst und das ist voll geil, oder du machst es andersrum und du machst den Menschen halt glücklich, oder du machst ihm Angst. Und mit Angst verkaufst du es einfach 1000-mal besser. Ja, richtig. Was? Das schön? Ist geistige Brandstiftung, ja. Ja, genau, zum Beispiel, ja. Nein, aber das ist einfach so, das ist auch bewiesen und deswegen machen ich sag mal ganz ZDF, ARD, den interessiert das doch mittlerweile, habe ich das Gefühl, nicht mehr, was die da ausstrahlen, sondern die geht es einfach nur nach den Zahlen, dass die Leute das gucken und sie haben es immer noch, meiner Meinung nach, immer noch nicht gerafft, dass die Leute wegrennen. Es gucken immer noch die Omas, die halb tot sind, gucken abends Fernsehen, weil die anderen Leute, Jugendlichen, gucken alle kein Fernsehen mehr. Es ist so, es guckt jeder nur noch YouTube, wo sie die Informationen, ich finde es so gut.
Ich finde es so gut. Und dann meckern sie oft, ja, das ist hier Parallelgesellschaft, das kann ja nicht sein, wo ich mir denke, doch, und ihr habt es gemacht. Es ist traurig, aber ihr seid daran schuld, dass die Leute alle wegrennen. Also. Ich finde es so gut, dass sie mehr und mehr auf YouTube gehen, einfach aus dem Grund, wenn ich heute denke, was unsere Jugend im Fernsehen sieht, dann ist das Berlin Tag und Nacht und was auch immer. Oh, und diese ganzen Soaps, ne, Familien im Brennpunkt und was ist, keine Ahnung. Aber was es das verkauft sich und das ist ja das Traurige. Genau, das Traurige ist das. Ne? Aber wiederum haben wir eben diese Gegenseite auf YouTube, finde ich. Da gibt es natürlich auch viel Klatsch und Tratsch, das möchte ich gar nicht behaupten. Aber YouTube zeigt dir natürlich auch sehr viel, wo deine Interessen liegen. Und wenn du dir auf einmal viel anschaust von solchen Motivationstrainern, kann man jetzt so sagen, wenn man das oder Motivational Speakern oder was auch immer, wirst du auch mehr und mehr von diesem Content sehen. Und ich finde, dass die Werte, die diese Menschen eben mitteilen, ja, die sind so tausendmal viel besser. Und ich mir denke so, ey, wenn das mehr und mehr unsere Jugend hört und sieht, wie krass das sich positiv entwickeln könnte, statt immer dieses Negative im Fernsehen zu sehen. Und da habe ich mir gedacht, so, hey, wenn ich 13, 14 gewesen wäre und das gehört hätte, ich glaube, mein ganzes Leben wäre heute auch anders verlaufen, natürlich irgendwo. Ich sage jetzt nicht, dass man Schlimmes ist, aber sowas wie, es fängt ja doch in der Schule schon an mit, ja, ich habe eine schlechte Note, weil der Lehrer scheiße ist. So. Es ist immer einfach, die Schuld von sich abzuschieben. Aber statt einfach mal volle Verantwortung zu übernehmen, und das zieht sich ja durch dein ganzes Leben durch, das zieht sich ja bei so vielen Menschen durch, dass sie immer sagen, alles andere ist schuld und ich konnte nichts dafür, weil das und das ist passiert und was auch immer. Aber das ist ja ein Wert, den zum Beispiel diese, sag ich mal, Gurus, wenn man sie so nennen darf, genau auf andersrum mitteilen. Und die sagen, du bist für alles in deinem Leben verantwortlich, von A bis Z. Und allein dieser Glaubenssatz, den auf einmal so zu shiften und zu ändern in einem Menschen, könnte dich in deiner Schullaufbahn allein schon komplett verändern, weil du sagst, hey, ganz ehrlich, ich habe eine 5 in Mathe, ja, weil ich daran schuld bin, weil ich nicht gelernt habe, fertig, aus. Und nichts anderes, weil ich faul war. Ich denke, wir haben so einige Sachen, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, die ähnlich sind. Die sehe ich ganz genauso wie du. Und würde jetzt hier den Rahmen sprengen, das politisch und mit Schule und so. Es tut mir leid, dass ich dich unterbrechen muss, aber ich habe genau die gleichen Ansätze wie du, wo ich dann auch sage, es läuft einiges falsch. Und das fängt meistens bei der Politik an. Aber das ist ja ein anderes Thema. Deswegen finde ich YouTube ganz gut. Aber ich sage, ja, das ist ein komplett anderes Thema. Ja, können wir vielleicht gerne nochmal das Rework zu machen und so. Vielleicht. Ja. okay. Ja, cool. Also, dann haben wir es soweit durch. Marketing. Es gibt extrem viel zu lernen, marketingmäßig, die man auch unbedingt umsetzen muss. Und wo man sich auch weiterbilden muss. Und wie du das auch sagst, man sollte sich an die Gurus wenden, die Ahnung haben und die einen auch motivieren und nicht runterziehen. Das nochmal zusammengefasst. Das Beste, was du dir finden kannst, ist ein Coach. Hast du auch eines der Gründe, warum ich übrigens auch YouTube gemacht habe. Hast du einen Coach? Ich hatte keinen Coach. Nein, ich habe mehr oder weniger einen Coach in der Hinsicht. Parker Wahlberg ist für mich der Coach, weil ich das ja am Anfang erwähnt habe. Jetzt weiß ich auch, wer das ist. Ja. Genau, durch sein Videotraining ist er für mich ein Coach, aber er ist kein direkter Coach, da er auch in Amerika lebt, also in Utah. Und aber ein Coach bringt dich wesentlich schneller ans Ziel. Ich habe mich jetzt auch coachen lassen, zum Beispiel vom Andreas Schwarzenmüller, den du auch interviewt hast. Da habe ich Geld tatsächlich auch in die Hand genommen, um mich von ihm coachen zu lassen und eben in der Schiene Marketing verkaufen. Und das ist so viel besser oder beziehungsweise bringt mich so viel schneller an mein Ziel, als alles versuchen, selbst rauszufinden. Das ist so, ja. Und deswegen das ist vielleicht sogar der beste Tipp, den ich hätte am Anfang erwähnen sollen, bezüglich Marketing. Such den Coach. Gut, packe ich das nach vorne? Nein, egal, Quatsch. Ja. Ich guck mal, wie ich das ja hin und her schneide, das Video, aber es muss es schon kürzen. Es ist jetzt schon extrem lang geworden. Absolut. Aber das kriege ich hin. Schnellfragerunde, jetzt nochmal kurz am Anfang. Ich möchte einfach, dass du die folgenden Sätze einfach ergänzt. Deine 3 besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Storytelling. Erfahrung und 3 besten Tipps für die Videoproduktion, richtig? Mhm. Ein Team. Okay.
Oder Teamwork, wenn man so sagen kann. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Fähigkeiten hätte die? Sie könnte RAW schießen. Und sie hätte Canon-Farben. im Endeffekt würde ich einfach behaupten, es ist die Canon 1DX Mark II mit der Funktion, dass man keinen Crop-Factor hat auf 4K und dass man in RAW, im RAW schießen kann. Und dass sie spiegellos wäre und leichter. So. Dein Lieblingsbuch, du hast es vorhin schon genannt, glaube ich, war das mit dem Crash? Crush It von Gary Vaynerchuk. Ich würde es nicht als mein Lieblingsbuch bezeichnen. Bevor ich Crush It lesen würde, würde ich Die Gesetze der Gewinner lesen. Ja, okay. Von Bodo Schäfer. Ja. Das steht, glaube ich, sogar auch auf meinem Warenkorb bei Amazon. Ja. Hab's noch nicht bestellt. Hab ich schon ein paar Leuten geschickt. Ja, okay. Dein Lieblingszitat ist? It's all about the shot, würde ich jetzt sagen. In 5 Jahren werden Videos? In 5 Jahren werden Videos Gott, wie kann ich das erklären? Eine unglaublich wichtige Rolle spielen. In Bereichen wie digitalen Medien, als wenn man jetzt, das schweift ab, ne, aber Facebook und so weiter soll ja mehr und mehr auf Videos getrimmt werden. So, jetzt schweife ich mal ab. Die Videos bei Facebook sind scheiße, weil die Qualität ist so kacke. Ich habe jetzt ein paar Folgen von Podcast-Folgen hochgeladen in genau der gleichen 4K-Qualität auf YouTube. Und du weißt selber, das Downscaling bei YouTube ist schon Katastrophe. Deswegen die meisten Filmemacher, alle da draußen, nutzen alle Vimeo, weil die Qualität einfach 1000-mal besser ist. Das stimmt. Und Facebook ist noch schlechter als YouTube. Also richtig schlecht. Wenn ich mir da die Qualität alleine vom Sound anhöre, was meiner Meinung nach viel wichtiger ist als das Bild, ist Katastrophe. Also deswegen, die haben jetzt neu aufgemacht hier mit Facebook Watch. In 5 Jahren werden Videos auf Facebook besser sein. Nein, werden Videos extrem schwierig sein, da so viele Leute es jetzt dann machen und immer mehr und mehr Leute auf Content-Marketing setzen und dann nochmal nachziehen zu können, wird schwierig sein. Nachziehen zu können, das heißt, dass du selber... Wenn du dann neu anfängst oder wenn du jetzt nicht die Chance wahrnimmst und egal in welchem Bereich, meiner Ansicht nach, wirst du in 5 Jahren überholt sein. Und damit meine ich, ich bringe mittlerweile echt vielen Leuten YouTube bei, sogar Personalern, HR-Leuten, und die setzen auf einmal auf YouTube und merken, was für eine krasse Resonanz das ist. Mhm. Aber in 5 Jahren, wenn es auf einmal jeder gemacht hat oder jeder dabei ist und jede Firma auf Content-Marketing setzt und vor allem die Riesenfirmen wie BMW und was auch immer, dann gute Nacht. Dann musst du was auf dem Kasten haben, damit du da hinterherziehen kannst. Das ist wie am Anfang war Fernsehwerbung auch günstiger. Irgendwann wird es extrem teuer und immer anspruchsvoller. Irgendwann musstest du richtig viel Geld für Fernsehwerbung hinlegen. Das stimmt. Dein Vorbild ist, wir sind eigentlich bei der Schnellfragerunde. Parker Wahlbeck. Okay. Okay, wie kann man dich erreichen? Deine Webseite, deine E-Mail? Überall eigentlich. Also über meine Webseite, über meine E-Mail-Adresse, über YouTube-Kommentare und Instagram-DMs. Wie heißt denn deine E-Mail-Adresse? info@walterweber.de. Und deine Webseite? Walterweber.de. Alles klar, super. Ich freue mich, würde mich riesig freuen, wenn ganz viele von euch mal bei Walter vorbeischauen, auch auf dem YouTube-Kanal. Den haue ich natürlich oben auch als Einblendung, dass er mal drauf wird. Ich finde, Walter, es hat richtig viel Spaß gemacht, das Interview. Wir haben, danke, finde ich auch. Was ich so rausgefunden habe, wir haben viel, viel gemeinsam. Ich hoffe, wir werden auch irgendwann mal gemeinsam was zusammen machen können, zusammenarbeiten können. Ich würde mich riesig freuen, das meine ich ernst, wenn wir zusammen zur Verkaufsoffensive gehen können und uns das angucken können, weil das ist eigentlich auch das, was mich interessiert, weil ich bin mehr so der kreative Mensch und ich muss mich dazu weiterbilden, dass die Sachen auch richtig rüberzubringen. Deswegen vielen, vielen Dank und wenn ihr noch Fragen habt, haut es einfach in die Kommentare, ich bin mal gespannt. Ich antworte mit. Ich würde mich freuen und danke dir. Bitte, bitte, ich danke dir ebenfalls. We'll be right back.